Liebe Schweizerinnen und Schweizer. Liebe Nicht-Schweizerinnen und Nicht-Schweizer. Heute feiert die Schweiz Geburtstag zum 720. Mal und heute erzähle ich euch von den Weibern und von London. Geburtstag übrigens feiert mehr seit dem 19. Jahrhundert, aber dann hat man nur in den höheren Gesellschaftsschichten gefeiert. Also wir, die hier auf dem Platz sind, hat auch noch nicht Geburtstag gefeiert. Und dass ausgerechnet heute Geburtstag von der Schweiz ist und nicht morgen oder übermorgen oder nächsten Samstag, das hat der Bundesrat verordnet, im 19. Jahrhundert eben, 1891, um ganz genau zu sein. Und dann ist die Schweiz gerade 600 geworden. Und seitdem gibt es das statistische Jahrbuch der Schweiz und die Weltmeisterschaft im Gewicht haben und die Volksinitiative. Und seit dem 1891 sind 286 Volksinitiativen zustande gekommen in der Schweiz. 18 davon haben wir angenommen und dank einer solchen angenommenen Volksinitiative haben wir heute alle frei gehabt und Freude gehabt. Im Gegensatz zum letzten und vorletzten Jahr, wo der gesetzlich 4 Tage, der 1. August, dummerweise auf einen Samstag oder Sonntag ist gefallen, wo man sowieso hat frei gehabt. Eben, und dieses Jahr hat man sich gefreut, endlich wieder mal ein 1. August, der am Montag ist. Jetzt kommen also ein paar gefreute Jahre. Und 1891 übrigens im statistischen Jahrbuch, dann haben die Frauen noch Weiber geheissen, mit 600 Zirkisten gehockt. Und ich wäre jetzt statistisch gesehen im 1891 ein ganz, ganz alter Mann, ein Greis. Die Lebenserwartung war dann noch nicht einmal 50 Jahre in der Schweiz. Und eben, 1891, wo man das erste Mal den Geburtstag der Schweiz gefeiert hat, dann ist man eben ja 50 geworden und heute wie 80 als Mann, als Frau 84 im Schnitt. Und 1891, seit 1891 kann man über das Festnetz, über den Ärmelkanal nach London telefonieren. Eben das London, wo 1891 die ersten Gewichtheber-Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Das kann man noch immer nach London telefonieren über das Festnetz. Ihr denkt, logisch? Ich denke, gar nicht so logisch. Aber ihr kommt aus der Stadt und ich komme vom Land und wenn du in der Schweiz auf dem Land wohnst und willst telefonieren, dann musst du länger schon mehr Schwein haben, dass es so klappt. Ich glaube es nicht, jetzt habe ich es Knusch gemacht mit meiner Seite. Eben. Ich habe noch etwas vor. Und eben übrigens, ich habe gerne herausgefunden, wie viel Gewicht die dann haben gestemmt an der Weltmeisterschaft im Gewicht haben. Das hat euch sicher auch interessiert, aber ich habe es nicht herausgefunden und das ist schade, ich weiss es. Aber eben, ich wohne auf dem Land und mit sie herausfinden, was sie dann gestemmt haben. Festnetzunterbruch, 3,5 Tage, marode Leitung. Ich habe natürlich sofort den Swisscom angerufen, den Swisscom Hotline. Aha, der hat den Privatanschluss, haben sie mir gesagt. Aha, 1 bis 3 Tage, bis es dann wieder geht. Ah ja, jetzt ist Sonntag, dann geht die Techniker nicht raus. Wenn ihr einen Geschäftsanschluss hat, dann ging es zwischen 6 und 24 Stunden. Ihr könnt schon das Verfahren beschleunigen, es kostet zwischen 500 und 1000 Franken. Aber eben heute hat die Schweiz Geburtstag, da soll man nicht schimpfen. Von einem Geburtstag schimpft man nicht und man sagt niemandem wüst. Für das hat man die anderen 364 Tage im Jahr ja Zeit. Und ganz viele haben schon gestern gefeiert, am 31. Und zwar, dass die Festwirtschaft besser rentiert. Und am 31. gehen die Leute logischerweise später ins Bett als am 1., weil sie ja schliesslich am 2. Morgen schon wieder müssen bügeln. Für alle viele Redner ist das ganz praktisch. Die können jetzt gerade mehrmals, und jetzt ist Wahlkampf, und jetzt sind die im Hoch, die für jedes Problem gerade die 3,5 Sätze haben für eine Lösung. Und das kommt vor allem denen gelegen, dass die Festwirtschaften müssen rentieren. Die ganze Schweiz muss rentieren und darum muss die Swisscom rentieren, weil die Swisscom zu 57% der Schweiz gehört, 1,7 Milliarden Gewinn, 620 Millionen in die Bundeskasse, super, super denke ich natürlich, aber um die Leitung auf das Land raus stabil zu halten, kein Geld, das heisst schon Geld, aber nicht für Investitionen auf dem Land.
dort müsse immer zuerst etwas kaputt gehen. Erst dann geht es wieder vorwärts. Wie eben bei uns oben im Horenbach. Und nicht nur bei uns, bei den anderen 24, die es getroffen hat. Und 12 Vereine haben 19, 21, 30 Jahre nach Einführung des Statistischen Jahrbuchs der Schweiz heissen die Weiber noch immer Weiber und 1125 in die Kiste gehockt. Die sind böse, die Weiber, gell? Wir könnt jetzt weiterfahren und euch erzählen, was die vielen Weiber alles gemacht haben und warum die Weiber in der Kiste sind gehockt. Und am Schluss würdet ihr sagen, die brauchen wir nicht mehr, die Weiber, das geht hier ohne. Wir könnt jetzt auch über die Swisscom vom Läden ziehen. Ich könnte euch erzählen, die soll man privatisieren, dann wird alles besser. Wir müssen nur den Markt spielen. Ich könnte euch noch erzählen, was der Chef der verdient, und ein bisschen Missgunst und Neidschüren. Ich könnte nämlich die Schweiz auch in 3,5 Sätze erklären. Aber eben, ich kann euch nicht erzählen, was der Swisscom-Chef verdient. Erstens, weil ja die Internetleitung ist da war, und zweitens, weil man in der Schweiz endlich so aufhören soll, auf die zu hören oder denen zuzuhören, die mit dem Finger auf die anderen zeigen und eben, die jedes Thema in 3,5 Sätzen erklären können. Und übrigens, 1926, übrigens, so steht im Jahrbuch von der Schweiz, dann heissen die Weiber zum letzten Mal Weiber. Und seit 1972 haben sie die Stimm- und Wahlrecht. Und seit 1987 dürfen sie wettkampfmässig Gewicht haben. Bei 187 Kilogramm im Stossen liegt der Rekord der stärksten Frau. Aber es geht, glaube ich, mir. Gewicht haben ist spätestens seitdem nicht mehr interessant. Sie hat ein bisschen zu häufig und Erfolg hat nachgeholfen. Auch wenn heute die Ehrlichen gewinnen. Und seien wir ehrlich. In der Politik ist es doch ein bisschen gleich wie im Gewicht haben. Der gewinnt noch die am besten nachhelfen können. Nicht chemisch, aber finanziell. Und der gewinnt noch nicht gegen die Ehrlichsten. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir da keine Sorgen. Auch in der Politik wird Doping irgendwann mal langweilig. Und dann zählt wieder das am meisten, was uns Schweizer immer schon stark gemacht hat, oder was die Schweiz immer schon stark gemacht hat, dass man zueinander schaut, dass Neid und Missgunst nicht zu uns gehören und dass es uns eigentlich wahnsinnig gut geht und dass wir heute 30 Jahre später, 30 Jahre länger leben als dann, wo scheinbar alles ist besser war. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Geburtstag und in einem Jahr um die gleiche Zeit, dann schauen wir dann nach London. Olympiade, Gewicht haben. Und hier denke ich auf die grosse Leinwand am 1. August, Schutten. Merci vielmals.